Es ist 7:35 Uhr, ich bin so aufgeregt. Ich habe ja gestern schon gesagt, dass ich ein bisschen mitgenommen habe. Also ich habe es auch noch ein bisschen wiederholt. Mein Corona-Test, der negativ bin, habe ich gerade noch in Deutsch heute geholt. Mundmasken, also OP-Masken und mein Ausweis, Digga. Genau. Dann das ist vorbei. Ist schon längst vorbei. Es ist schon irgendwie eineinhalb Stunden nach, so 14.46 Uhr. Heute war wirklich irgendwie gefühlt 28 Grad. Ich habe vor Hitze wirklich fast geheult und jetzt regnet es einfach plötzlich, obwohl es gar nicht versprochen wurde. Wir hatten Abendessen, das ist schon alles weg. Da waren irgendwie so sechs diese Pfannkuchen-Brokkoli-Dinger und ein Fleischpflanze. Meine BWR-Abi-Vorbereitung. Loco contigo. Yo trato y trato, pero bella sigo, sigo. Que quiera lo que quiera, lo que quiera. Era tu manera, tu manera. Das ist schon 20:10 Uhr, ich habe mich eigentlich gar nicht, ja, noch gar nicht zur Abi-Prüfung gemeldet. Ich werde jetzt auch noch gleich duschen gehen, deswegen, ja. Also ich bin heute angekommen, ich wusste erstmal gar nicht, wo ich hingehen soll. Also wir hatten im Hauptgebäude irgendwo 200 irgendwas und dann habe ich den Konstantin gesehen und wir waren ungefähr 20 nach da und um spätestens 8:30 Uhr hätten wir da sein müssen und keiner war noch da und wir haben dann einfach herausgefunden, dass das Klassenzimmer ist, wo wir auch die ersten zwei Wochen Schule hatten dieses Jahr. Beziehungsweise in dem Raum daneben, weil wir wurden ja in zwei geteilt und zu meiner Überraschung irgendwie haben wir im Klassenzimmer geschrieben. Ich habe irgendwie gedacht, wir schreiben in der Aula, beziehungsweise halt in der Turnhalle, weil das jetzt eigentlich immer so war, dass man Abschlussprüfung in der Turnhalle geschrieben hat und auch jetzt so in den letzten Monaten haben wir irgendwie auch alle Schulaufgaben und so in der Turnhalle geschrieben. Das ist ja auch ein Sammeltermin und so, das ist ja keine Nachschreib irgendwas. Ja, also war eine Überraschung, war auf jeden Fall viel angenehmer, also finde ich persönlich, weil man einfach unter sich ist, ein kleiner Raum und es sind nicht so viele Lehrer, es sind nicht so viele Leute und ich saß auch direkt am Fenster. Ja, als sie reingekommen sind, hat er uns so Selbsttests gegeben. Ich dachte mir so, hä? Ich so, muss ich das trotzdem Schnelltest, den ich gestern gemacht habe, trotzdem einen Selbsttest machen? Vor allem, dachte mir so, warum selbst? Und ich habe gedacht, also der hat auch immer so, also vor der Prüfung, beziehungsweise irgendwie so vor Wochen gesagt, ja, man soll sich anmelden für diejenigen, die halt vorher einen Test machen und die in der Schule einen Test machen. Und also, man kann ja nicht zu Hause einfach mal so einen Selbsttest machen und das mitbringen. Deswegen bin ich davon ausgegangen. Und er hat auch gesagt, so, ja, dann geht ihr halt kurz zum Zentrum. Und was ist der Sinn dahinter, wenn man sich in der Schule einfach so selbst testen lassen kann? Ja, auf jeden Fall habe ich das dann vorgezeigt und so. Und er hat uns einen Selbsttest gegeben für Montag, also dass wir den am Sonntag schon irgendwie machen können. Anscheinend ist es jetzt so, dass man irgendwie zwei Tage, beziehungsweise sogar mehr mit diesem sogar Selbsttest irgendwie rein kann, beziehungsweise in der Schule zumindest, weil mein gestriger Schnelltest reicht auch irgendwie für morgen aus. Hat gesagt, weil die Inzidenz zu klein ist, aber keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hat uns nur eine Lehrerin beaufsichtigt. Sie hat uns den Bogen ausgeteilt und die Hose ist irgendwie eine Viertelstunde vor Beginn reingekommen und musste ja doch den Selbsttest machen. Auf jeden Fall war halt die Aufgabe wie immer entweder Erörterung oder Drama, Epik. Ja, ohne groß nachzudenken habe ich die Erörterung genommen, weil es einfach mein Ding ist. Natürlich hängt es immer vom Thema und so ab, ob du es verstehst oder so, aber ich mag das eher und der Lehrer hat ja auch gesagt, Erörterung ist ja eher für die, die halt gut in Deutsch, für die, die gut in Sprache sind, ist es halt einfach so das Richtige. Weil bei Drama-Epik musst du halt einfach nur vergleichen, also da schreibst du praktisch einfach nur ab. Und ja, ich habe das halt genommen, obwohl die Aufgabenstellung für mich wirklich sehr sinnfrei geklungen hat. Also da stand halt so,
ein Text, also was ist der Text? Also da war halt so eine Einleitung praktisch so, dass halt die Nachrichten immer düsterer werden, wenn man halt irgendwie nur noch über die schlechten Seiten berichtet. Und dann soll man erörtern, ob positive Nachrichten mehr in den Vordergrund rücken sollen. Und also auf den ersten Blick schien es wie eine lineare Erörterung, also dass man halt nur praktisch eine Seite erörtert. Und die Frage war halt so, wenn es eine dialektische ist, was ist denn das Zweite? Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich da mir draus gedacht habe. Ich habe jetzt zwar irgendwie lange überlegt, aber ich glaube, ich habe es jetzt einfach verdrängt, weil ich irgendwie unterbewusst wusste, dass da irgendwie ein Haken dran ist oder so. Ja, also ich habe das so schön ausformuliert, ich habe da mir so viel Mühe gegeben und ich hoffe einfach, dass das richtig ist, weil ich hätte keinen Bock gehabt, Drama ewig, ich habe das gar nicht mal durchgelesen und so. Und dann, als wir fertig waren, habe ich so alle gefragt, so, ja, was habt ihr genommen, was habt ihr genommen? Und also das heißt, die meisten, also meine Gruppe, ja, okay, ich habe nicht alle gefragt. Also aus der anderen Gruppe haben mehr Leute Drama Epic genommen. Genauso wie ich, die gut in Deutsch ist und die Erdogan genommen hat und die Drama Epic sich gar nicht angeschaut hat, kann es ja bei den anderen ja auch gewesen sein, dass sie gedacht haben, ja, wir sind nicht gut in Deutsch, wir nehmen Drama Epic und so und schauen uns Erörterungen gar nicht an, weil die meisten haben dann so gesehen, ja, da gibt es so viele Materialien, da sind ein paar Gesetzestexte, lass mal das sein. Genau, dann hat Fenja so gesagt, ja, anscheinend war es irgendwie eine lineare, aber dann habe ich gefragt, war es doch eine dialektische, dann habe ich richtig Schock bekommen, ja. Auf jeden Fall habe ich ein paar Leute gefragt, auch aus meiner Gruppe, die die Erörterung genommen haben, wie die das gemacht haben, was bei denen so die Kontraseite war. Weil eigentlich war es, also wusste man nicht, ob das, was man erörtern soll, überhaupt positiv oder negativ ist und so. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben das als irgendwie so betrachtet, dass man praktisch das Positive sieht und dann den Nachteil daraus, also dass man praktisch die gegenwärtige Situation nimmt und die halt zukünftige, ja, Leute, keine Ahnung. Also, ich bin so froh, dass es jetzt vorbei ist, morgen BWR, mein Leben, aber ja. Übrigens, der Ausweis war gar nicht nötig, weil uns Lehrer betreut haben, die wir kannten. Dann sind wir mit der Fanny nach Hause gefahren und so. Und wir haben uns schon vorgenommen, für nächstes Jahr richtig Gas zu geben, dass wir uns gegenseitig helfen, schon dieses Jahr. Also wir haben ja nach den Abi-Prüfungen immer noch Schule, also die halt, die in die nächste Klasse gehen. Und dass wir da schon mal anfangen.